Ja, servus meine sehr geehrten Damen und Herren. Guten Morgen in der Früh. Wir haben es jetzt 8:30. Ja, und heute werde ich einmal einen Entspannungstag filmen. Also Entspannung heißt für mich immer aufwärts zur Oma ins wunderschöne Mühlviertel. Da oben schlafen. Also das weltbeste Bett, die weltbeste Matratze. Kalt ist. Ich liebe es immer, wenn es kalt ist beim Schlafen. Doppelbett, wenn man es einzeln hat für sie. Und dann diese Aussicht, diese Stille, man schaut da auf in den Wald, jetzt bei herbstlicher Stimmung nur viel schöner. Und dann werde ich heute mal so mitnehmen, was ich den ganzen Tag oben so mache, nämlich gar nichts. Also wer sich auf eine actionreiche Folge einstellt, der kann gleich wieder ausschalten. Na, aber jetzt zeige ich einmal, wie das da oben so ausschaut und abbrennt. Also da oben haben wir mal eine Musikanlage, da werden wir später hingehen. Also Musik werde ich nicht abspielen, weil dann habe ich wieder irgendwelche Copyright-Rechte, habe ich alles schon gehabt in meinen Videos. Aber zurzeit bin ich mehr in der 80er-Schiene drin, dass ich die Musik höre. Das ist eine ganz alte Stereoanlage, die ist nur in Schilling bezahlt worden. Ist sicher schon jo, 30, 40 Jahre alt. Aber ich halt nur jemand sagt, sie, da wurde noch Wert gelegt auf Arbeit, eine Leiste aus guten alten Metall, also die wird nicht so schnell hin. So viel Kabel, zwei fette Stereoboxen und auch geht die Garde. So, da das Vorhaus. Oben, also Oma und Opa wohnen in einem Haus, wie sie sich erklärt, in einem Vierkant, im Bauernhof. Da geht es auf zum Dach. Da sind auch noch ein paar Zimmer, ein paar Schlafzimmer. Dann geht man da runter. Bei die Fenster kannst du rausschauen in den Innenhof. Da ist die Küche, das Vorhaus, der Innenhof. Schön wieder außen gemacht. Da geht es rein zur Werkstatt, wo ihr mal schon ein Video gesehen habt vom Zweiergolf. Da ist die Milchkammer, weil wir ja früher in der Höchstzeit, also wir, meine Großeltern, 40 Stück Kühe gehabt haben, die haben alle gemolken werden müssen in der Früh, teilweise auch zum Mittag und zu Abend. War eine sehr anstrengende Zeit. Dann haben wir hier das Heizhaus. Da kennt ihr auch schon ein Video, ein Alltagsproblem von mir, das Anheizen. Neue Waschmaschine, die alte 30-jährige ist uns gerade eingegangen. Und dann sind wir da draußen im sogenannten Stadel, wo unsere Traktoren stehen. Da oben steht jetzt der alte Hühnerwagen. Und da haben wir das ganze Holz gelagert. Dann hier die Küche. Da werde ich mir immer was zum Essen machen in der Früh. Ein Brot mit so einer abgebrannten Wurst ist zwar nicht das Gesündeste, aber mein Gott, die kurze Zeit, die wir da ist, sind wir mal ungesund eben. Da spielen wir immer am Abend, das werde ich dann noch sagen. Und jetzt drehen wir mal einen kalten Kakao, natürlich von der Oma gemacht, weil die kann ihn 100 Mal besser als wie ich selber. Und so schaut das dann aus. Und einen Haufen Äpfel haben wir, also das ist der Äpfelernte ein Wahnsinn. Und da auch noch zusätzlich, kennt ihr auch vom Video, auch einen Ofen. Der Kachelofen. So, was natürlich neben dem Kakao nicht fehlen darf, der übrigens wieder sehr gut ist. Ich schaue mir immer sehr gerne das Wetterpanorama an. Jetzt auch ohne Musik, aber wir spielen da so Volksmusik dazu. Ich liebe das, wenn man den ersten Schnee sieht. Jetzt haben wir es Anfang November das erste Mal auf den Bergen geschneit. Ist ein Wahnsinn. Aber das ist schon geil, wenn du draußen schaust. Ich meine, heute haben wir ja wirklich wieder einen schönen Herbsttag erwischt, aber wenn du drin sitzt, den Kakao trinkst, den warmen, also im warmen drin sitzt, den kalten Kakao trinkst, so muss man sagen, und draußen schneit und stürmt und du kannst das da herin anschauen. Schon geil. Ja, und dann gibt es noch eine Zwischenkammer. Das ist eigentlich nur so das kleine Lager, sage ich mal. Und da habe ich mir ganze, oder meine Schwester und ich das ganze gewandt, was man heute halt so anhat. So.
Scherzer essen, hier nicht gut für die Zahnteil. Da haben wir jetzt die Wurst, das ist für die Außenwurst, die wird jetzt dann anbraten. Und im Herbst haben wir diese Schafsfliegen überall gegessen, nicht mehr so viel. Aber hier ist nicht gut, wenn die Brut überall sitzt. Ah, jetzt kann man die Gelegenheit nutzen. Also, wenn ich mit meiner Oma immer spiele, spiele ich immer müde. Oder was ganz gut kam, ist eigentlich nicht. Dann haben wir noch Uno da. Und für die alten Patienten in der Runde, die können das Spiel sicher noch schnapsen. Das kann es auch schon ganz gut. Und was haben wir sonst noch? Ja, Schwarzer Peter, gut, das ist ein Trollspiel. Da brauchst du nicht einmal eins und eins zusammen zu erkennen. Aber das sind so unsere Abendbeschäftigungen, auch wenn es jetzt schon um 5 Uhr am Abend finster ist und es wird hier oben nicht fad. Und das ist ein ganz alter Ofen, der ist sicher schon so alt wie er ausschaut, sagen wir 40, naja, 40, naja, das ist 30 Jahre, so alt wie die Kaffeemaschine vom ersten Alltagsproblem. Ja, nach dem Frühstück wird sich schon ums Mittagessen gekümmert. Hier gibt es gekochte Zwetschgenknödel. Es gibt ja gebackene, aber die mit die Bresel sind wir viel lieber. Dann haben wir da noch unsere Tiefkühltruhe. Da hat viel Platz, glaubt man das. Dann der Boiler, können wir kurz einmal Licht machen, weil wir müssen nämlich anheizen, nicht nur, dass uns warm ist, sondern auch, dass wir ein warmes Wasser hier herum haben. Und der Zeiger, so wie jetzt auf 50 steht, ja, dann kann man sich auch duschen oder baden. Alles darunter wird schon ein bisschen kritisch, also ab 40, also unter 40 ist dann nicht mehr so schön. Dann haben wir da eine Dusche, Bad, zwei Waschbecken, wie gesagt, das gehört jetzt da aus, alles meine Großeltern, ein Trockner, der nie benutzt wird, wenn wir sie im Außen hängen. Und da wieder die Aussicht. Da oben ist übrigens unser Baumhaus. Das ist früher im Wald hinten gestanden, bis einmal die Bäume zusammengefallen sind und das Haus eben in der Luft gehängt ist. Jetzt haben wir es da herüber verfrachtet und da haben wir die Wagenhütte, da hat der Opa seinen Golf drinnen stehen. Und da sieht man schon wieder den Bau vom Stadel. Ja, den Hahn hört man schon wieder. So, jetzt sind wir hier in der Werkstatt, da haben wir eigentlich alles gelagert, wo es gibt. In Griller, alte Vorrahmen, da wo schon 80 Jahre keiner mehr umgesessen ist. Gartenstühle an Rasenmäher, da der Vorläufer von meinem Estlutter. Früher sind wir ja nach Fußbetrieben gefahren. Dann haben wir hier, also früher, müsst ihr wissen, das war der alte Kuhstall. Drum, also wir haben jetzt einen neuen oder halt Zubau neu und das war früher der alte. Da war auch noch mehr Platz für so, ja, 10, 15 Kühe. Da ist der Golf 2, der Weinrote. Muss man sich einfach aufheben, sowas sieht man heutzutage nirgends mehr, hat schon selten Wert. Und da in dem Bereich, da tobt sich der Opa aus, da hat das Benzin in Diesel gelagert, Öl, soweit das Auge reicht. Und da seht ihr lauter alte Sachen. Ja, heutzutage gar kann mir was sagen. Dann zum Beispiel eine Weinpresse. Aber im Stall oben sehen wir dann auch noch sehr viele alte Geräte. Da sind wir jetzt in der Milchkammer. Die Milchkammer heißt so, weil es halt so heiß, na, weil man die Kühe halt früher gemolken hat, alles natürlich noch mit der Hand, da hat es noch keine Maschinen gegeben und da war halt das Kontrollzentrum, also wird jetzt auch als Abstellplatz benutzt, man sieht ja, was da alles drin ist, von A bis Z, aber so hat das früher einmal ausgesehen, alles von Miele, ich meine, gegangen wahrscheinlich heute auch noch, aber wieder lang nicht mehr den Standards entsprechen, den man heute haben muss, ist ja alles viel strenger geworden. Und jetzt schauen wir noch in den Neubaustall.
Da gibt es eine direkte Verbindungstüre. Und da war halt der Platz eben für 30 Stück Vieh. Die waren da angehängt. Ist jetzt auch nicht mehr Standard heute, wenn man einen Stall hat, müssen die Kühe Freilauf haben. Das heißt, nicht mehr anhängen, die müssen dauernd sich bewegen können. Noch das ist, sie gängen die ganze Zeit im eigenen Dreck. Weil eine Kuh, die scheißt den ganzen Tag. Und früher sind sie halt da der Reihe nach gestanden. Natürlich nicht sehr tierfreundlich, aber es war eine gewisse Ordnung da. Da haben solche Selbsttränker gehabt, das haben sie gleich gecheckt. Also, wenn man das Ding berührt hat, geht jetzt eh nicht mehr. Aber also das, dann ist das Wasser hinuntergekommen. Da hat man das Futter hingelegt: Heu, Stroh, Silos, Salz, Schrot. Und da hat man. Also da haben wir den Steyr 88 Turbo, den ihr schon kennt aus meinen Videos, Baujahr 1982. Oben im Stall steht dann noch der älteste 1974er Baujahr, der Fritzmeier 545. Da werden wir jetzt noch hinaufschauen. Und da früher waren keine Kühe, da waren unsere Ochsen. Da haben wir drei so Boxen gehabt. Die Boxen waren in die Ochsen, die Ochsen waren in die Boxen. Genau, da waren halt die Kälber, die waren eigentlich ja, am aufwendigsten, da kann man nicht sagen, aber die haben in der Früh und am Abend immer Betreuung braucht. Das heißt, man hat ihnen Milch gegeben, das hat man mit einem extra Pulver angerührt, hat exakt die Temperatur haben müssen, ich weiß jetzt nicht mehr welche, aber ich sage jetzt der Hausnummer 42 Grad, ich weiß wirklich jetzt nicht mehr, es ist 15 Jahre aus. Dann haben sie es aus solchen schwarzen Kübeln da, ist es gerade keiner da zum Sagen, aber die haben es dann getrunken. So, dann sind wir hier noch im oberen Deck. Da gleich eine Maschine. Also, ihr müsst euch vorstellen, jetzt ist alles Lager, weil Oma und Opa sind jetzt schon in der Pension. Ich meine, gut, in der Landwirtschaft ist man nie in der Pension. Aber sie haben keinen Betrieb mehr. Das Einzige, was noch geblieben ist, sind unsere Händel. Die Maschine haben wir benutzt, um das Heu zu verteilen. Also da war früher alles Heu. Seht ihr noch wegen dem Boden, wie staubig und heureich das der noch ist. Also die Überreste. Also da war früher alles Heu. Das hat man mit dieser Maschine verteilt, dass so ein wenig Gleichmäßigkeit herrscht. Da haben wir nur ein paar Reste. Das verwenden wir eigentlich hauptsächlich für den Hühnerstall als Unterlage, dass sie es im Winter warm haben. Dann war da ein alter Heuwagen, wenn man früher gemäht hat. Auch teilweise noch mit der Hand, mit der Sense. Früher hat es auch noch keine Motormäher gegeben, Rasenmäher. Dann haben wir das Heu dann mit dem Traktor hineingezogen in den Stadel, ausgeliefert und dann da halt verteilt. Da oben ist auch noch ein Deck. Da weiß ich eigentlich gar nicht, was früher oben war. Also war wegen vor meiner Zeit. Das Einzige, was ich weiß, dass ich oben da früher aufgegreift bin als kleiner Scheißer und bin dann da runtergesprungen. Weil dann haben wir nie. Aber seht ihr da die Höhe? Sind schon ein paar Meter. Aber früher, mein Gott, nein, so eine unbeschwerte Zeit. Dann hast du da noch ein paar alte Geräte. Da zum Beispiel, wenn du mähst, da hast du dann das Heu. Also das Gras wird dann getrocknet am Feld oben. Nie ist er nass in den Stall reinliefern, weil wenn es zu feucht ist, kann es leicht zu brennen beginnen. Da werden mit Hilfe dieser Maschine dann das Gras in solchen Bahnen gezogen, dass du dann sehr leicht tust beim Einfüllen und beim Wegtransportieren. Da eine alte Kiste mit bewegbarem Untergrund. Das haben wir früher benutzt fürs Holz. Für die Holzarbeiten. Dann hier eine Lade, die kann man aufmachen. Da kommt man direkt dann wieder in den Kuhstall. Also nicht für Personen, sondern nur fürs Heu. Unten, wenn du das Heu dann fürs Futter für die Kühe brauchst, hast du das einfach abgekaut. Was haben wir nur so für Maschinen da oben? Da ist das ganze Holz gelagert. Wenn im Wald warm ist, der wegkehrt. Den schneiden wir dann gleich in solche Brücken. Da gibt es dann diese Maschine dazu. Die ist auch sehr laut und sehr gefährlich. Also da musst du wirklich auskennen, die Säge. Da ist dann der Traktor, was ich vorher gesagt habe.
schon abgemeldet aus dem Jahr 1974. Da unser alter Hühnerstall, der eigentlich nur mehr als Milbenfresser jetzt gilt, weil die Hänseln, die akzeptieren ihn nicht mehr, seit der Gurke da ist. Da hat ein neues Zeitalter angeschlagen. Und jetzt gehen wir noch in die letzte Kammer, dann kennst du eigentlich eh schon alles vom Haus. Ja, der Vlog wird wieder lang dauern hier. Das ist dann der Drahtkasten, wo wir jetzt hingehen. Und Draht heißt da nicht umsonst, denn da wurde früher das Draht gemahlen. Mit Hilfe dieser Maschine ist es dann da unten hinausgekommen. Das war fisch zum Zuschauen, da haben wir so oben reingehauen, Mario, das war laut. Und da haben wir dann unten das Endresultat gesehen. Und das, ja, seht ihr, das wird der Sauger wieder benutzt, Kästen, alte Möbel, Reifen, das Ganze, was da am Putzen da ist. Wie gesagt, aber da, wo wir jetzt sind, ist alles Neubau, also Neubau in Anführungszeichen ist 20 Jahre alt, das Haus ist glaube ich 50 Jahre alt. Da ist irrsinnig warm immer im Sommer. Mal schauen, die Bienenstecks sind auch da. Irrsinnig warm im Sommer. Ja, aber geht recht tief hinein. Da sieht man dann wieder aussehen. Fenster sind jetzt auch ganz da, steht dann im Sommer da. Alte Hühnerwagen, da der Misthaufen, da ist die Hänsel, was zum Scheren haben. Dann siehst du da mit dem Nachbarn auf seine Felder. Und so geht es da dahin. So, und da jetzt noch zu guter Letzt unser Händelstall. Mit Gocke, heute ist 60 Grad draußen. Und zwar schon längst da draußen. Naja. So, jetzt der Vlog dauert schon sehr lang, habe ich gesehen. Kommen wir sicher auf 20 Minuten. Schauen wir, wie viel wir noch filmen werden. Aber wahrscheinlich noch irgendwas vom Nachmittagsspaziergang. Genau, also so rennt es hier im Mühlviertel ab. Jawohl. So, da die letzten Schritte an der Wagenhütte vorbei und schon geht es zu einem herbstlichen Spaziergang. Ja, und das wird auch gleich der Ende dieses Videos sein. Jetzt haben wir es so um die Mittagszeit. Heute haben wir uns einmal für einen Waldspaziergang entschieden, wo man da raufgeht den Berg. Und immer wieder geradeaus kommt man schon bald zur tschechischen Grenze. Da habt ihr auch schon einmal das ein oder andere Video von mir gesehen. Zum Beispiel, wie da die vielen Bäume umgefallen sind von der Windböe. Damals der Sturm in diesem Sommer. Hat einmal ordentliches Gewitter gegeben. Ja, und sonst da oben, wie ich gesagt habe, da ist früher unser Baumhaus gestanden. Das, was jetzt da steht. Jetzt befinden wir uns da gerade im Obstgarten. Die Bäume sind auch schon relativ alt, aber sind so circa ja, vor 30 Jahren gepflanzt worden, stehen schön alle in der Reihe und geben sehr viel Obst, sehr viel Äpfel jedes Jahr ab. Und immer, wie es sich gehört, der Bauer hat die Gummistiefel an. So, da, ja, das war einmal ein etwas längeres Video. Sicher über 20 Minuten, muss ich nur schauen, wie es zusammenschneidet. Ja, und dann würde ich schon wieder sagen: Servus, das war's hier von der 7. Ausgabe und bis zum nächsten Mal.